Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es den gewünschten Teil 2 von euch, also ich reagiere wieder auf eure Masken, ganz klar. Und ja, starten wir einfach direkt rein, let's go. Ja, hier sehen wir auch schon die erste Maske, also komplett die ganze Folge wird ziemlich Rettei-Maskenlastig sein, so gesagt. Und ja, also wir starten einfach direkt mit der ersten Maske und ja, also ich finde das komplette Fell passt eigentlich ganz gut zusammen, weil das Kopffell mit dem restlichen Fell halt harmoniert. Das schaut auf jeden Fall cool aus. Allgemein Rettemasken finde ich sowieso extrem geil. Allgemein Mundpartie. Also ich mag zwar den großen Mund, aber mich ärgert es halt, dass die Zähne so schnell abbrechen. Vor kurzem hat mir erst einer geschrieben und hat gemeint, dass ein Zahn bis jetzt bei ihm abgebrochen ist. Also liebe Grüße gehen raus an dich. Ja, aber ansonsten LED schaut auf jeden Fall geil aus. Die Ohrenberäter finde ich auch meistens ziemlich geil. Also ja, ich finde die Maske eigentlich ganz geil. Allen in allem, aber ich finde es halt schade, dass... Also es ist nicht meine Fellfarbe, so gesagt, also ist jeden sein Geschmack, ganz klar. Aber dieses Braun gefällt mir eigentlich nicht so, erinnert mich eigentlich an eine Kuh. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz geil. Ja, direkt zur nächsten. Ja, diese Maske ist zwar keine Rettermaske, aber zu dieser Art von Krampus habe ich einen ganz speziellen Bezug eigentlich. Weil das eine von den ersten Masken war, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also ungefähr so hat sie ausgeschaut. Allgemein das Kostüm und alles mit der Heugabel, also... erinnert mich extrem an meinen ersten Krampus, den ich jemals gesehen habe. Ja, aber ich kann das nicht genau erkennen, weil das Bild ein bisschen unscharf ist, aber ja, schaut auf jeden Fall auch ganz cool aus. Ich glaube, das ist eine Metzger, wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß es nicht genau. Kann ich nicht sagen, aber ist okay. Direkt zur nächsten. Ja, hier sehen wir jetzt wieder eine Rettemaske mit Hörnern, die nach vorne gehen. Auf jeden Fall auch ganz geil, gefällt mir sehr gut. Ist mal was anderes, hat nicht jeder. Also da gehen die rauf, ich weiß es nicht, aber schaut aus, wenn sie halt nach vorn gehen. Ist mal was anderes, hat nicht jeder, wie gesagt, also auch ein extrem großer Mund. Aber ich sehe da eigentlich keinen Lüftungsschlitz. Vielleicht ist der Ohr halt von der Maske, aber da muss man ziemlich schwer Luft drin bekommen eigentlich, denke ich mal. Aber genau diese Rettermasken liebe ich halt einfach, weil sie so weiß sind mit den roten Blutwunden. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, mit schwarzem Kopffell kann man nichts falsch machen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie LEDs hat, vielleicht auch nicht, schadet auch nicht. Aber auf jeden Fall auch eine geile Maske und direkt zur nächsten. Ja, da sind wir wieder bei einer Rettermaske. Das harmoniert anscheinend auch ganz gut, weil es wieder schwarz auf schwarz ist. Das kann man nie was falsch machen, wie gesagt. Ja, mal mit ein bisschen kleineren Hörner. Finde ich aber auch auf keinen Fall schier oder so. Also schaut auch ganz geil aus. Ja, diese Maskenähnlichkeit habe ich schon mal gesehen in Kindorf drüben. Also da hat es eine ähnliche Maske gegeben, weiß nicht, ob die von der gleichen Serie ist oder einfach so geschnitzt worden ist. Aber gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also, wie gesagt, Rettermasken gefallen mir eigentlich immer gut. Die hat einmal andere Ohren, wie man sehen kann. Die hat eher so Ohren, die meistens der Fuchs verwendet bei seinen Masken. Also so spitz rauf, so Vampir-Ohren, sage ich jetzt mal. Aber ganz cool auf jeden Fall. Und weiter geht's. Ja, hier haben wir wieder eine Rettermaske. Welche Überraschung. Auf jeden Fall auch eine extrem, extrem geile Maske. Wieder mal mit Vampir Ohren, sag ich mal. Okay, die sind doch ein bisschen anders als wie beim Fuchs, aber ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, ob das Kunstohren sind oder echte Ohren, ich weiß es leider nicht, aber wenn sie echt sind, auf jeden Fall Respekt an einen Rettermaskenschnitzer, weiß nicht, wie der eigentlich heißt, aber extrem geile Masken hat er. Ja, wieder mit LEDs, auf jeden Fall auch ganz geil, mit einem Stacheldraht auf der rechten Seite, ist sicher nicht billig gewesen, mit einem Nagel links oben auf der Stirn, also sicher eine teure Maske gewesen und ja, weiter. Ja, hier sieht man, glaube ich, mal eine Metzgermaske, soweit ich das weiß, wieder mit solchen Hörnern, wie die Rettermaske vorher hatte. Habe ich so eigentlich auch noch nicht oft gesehen, wenn ich ehrlich bin. Metzgermasken gefallen mir eigentlich auch ganz, ganz gut. Also allgemein diese Masken, die ältere schnitzen. Ich weiß nicht, ob der Retter jetzt älter ist oder ein jüngerer Mensch ist, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Metzger extrem alt ist. Er heißt ja Alois irgendwie, ich weiß nicht, wie Brandegg oder so, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall extrem, extrem geil, die Maske gefällt mir auch ganz gut. Die Hörner, ich weiß nicht, ich würde die Hörner jetzt nicht drauf tun, ungefähr so. Ich würde einfach welche normal nach hinten nehmen, aber die Maske selber gefällt mir ganz gut. Vielleicht noch könnte man Glasaugen reintun. Ja, hier haben wir wieder eine Rettermaske mit langen Hörnern zurück, also das gefällt mir auf jeden Fall mal schon um einiges besser. Das finde ich wirklich extrem, extrem geil. Ich finde es nicht, dass das die geilste Maske jetzt im Video ist, also das ist schon meiner Meinung nach die mit dem Stacheldraht. Aber wie gesagt, ist jeden seine Meinung. Aber finde ich auch extrem geil. Also mir gefallen eigentlich eh alle da am Video. Und ja, halt wieder dieses klassische Retterdesign mit diesem weißen Kontrast auf rote Wunden. Also extrem geil, finde ich. Wieder Ohren nach oben. Ich dachte, die gehen halt so noch rüber.
die Seite halt. Aber auf jeden Fall auch eine extrem, extrem geile Maske, gefällt mir auch ganz, ganz gut. Vielleicht noch ein, zwei Wunden einbauen lassen, würde ich machen, so dass ich mag umso extrem, umso besser. Also das ist meine Meinung. Ja, finde ich aber trotzdem ganz geil und ja. Ja, jetzt haben wir hier schon den zweiten Teil rausgebracht von dem Video und anscheinend kommt das ganz gut bei euch an. Das heißt, es wird natürlich auch weitere Teile geben. An dieser Stelle möchte ich euch sagen, wenn ihr im Video dabei sein wollt, dann schickt eure Masken zu Krampus World. Er organisiert das Ganze so quasi für mich, also er sucht sich die Masken raus. Wir nehmen jetzt für jedes Video 7 Masken und ja, der erste Link in der Beschreibung ist er. Das heißt, schaut bei ihm vorbei, schickt ihm eure Masken, wenn ihr wollt und ja, abonniert sie natürlich auch. Er macht auch extrem geilen Content auf seiner Seite, also wirklich Respekt an ihn. Also finde ich eigentlich ganz geil, man sieht da auch hinter die Kulissen und alles. Ja, auch jede einzelne Maske, die von dem, also jeder einzelne Besitzer von den Masken ist hier auch verlinkt im Video. Jede Reihe nach, also wenn euch das gefällt, lasst wieder ein Like da und schreibt mir mal, ob ihr Teil 3 möchtet. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ciao.